woran wirklich die einzelnen Probleme lagen, an welchen Mangel zum Beispiel gewisse Probleme lagen. Und somit konnten wir ganz gezielt auf die Probleme einzeln Step by Step eingehen. Herzlich willkommen zu diesem Testimonial und vielen Dank, Akosch, dass du dir die Zeit genommen hast. Wie war denn die Situation vor der Zusammenarbeit? Also ich hatte einige gesundheitliche Probleme mittlerweile schon bekommen, wie zum Beispiel eine Allergie, wie zum Beispiel auch eine gewisse Antriebslosigkeit bzw. auch schlechten Schlaf. Und hinzu kam auch bei mir, was sehr stark war, was ein großes Problem war, weshalb ich dich auch angeschrieben habe, war auch mein Haarausfall. Und dazu wollte ich auch grundsätzlich gesünder werden, einfach körperlich fitter werden. Und warst du dann skeptisch vor der Zusammenarbeit, ob das überhaupt funktioniert? Was war deine Erwartung, wie lange das dauert und was dann passiert? Also eine Skepsis hatte ich ehrlich gesagt gar nicht, weil Freunde von mir schon bei dir bereits in der Zusammenarbeit waren und du erfolgreich Probleme schon bei denen gelöst hast. Und damit war ich eigentlich gar nicht skeptisch. Vor der Zusammenarbeit, auch nicht während der Zusammenarbeit, auch nicht nach der Zusammenarbeit. Und die Erwartungshaltung war dementsprechend schon recht hoch, muss ich ehrlich sagen. Aber zum Glück konntest du dem gerecht werden. Denn all die Probleme, die wir damals besprochen haben, haben wir auch lösen können. Das freut mich natürlich sehr. Und dann ist die Frage, was haben wir gemacht, damit die Probleme weg sind? Da kannst du ja am besten selber auch ausführen, wie da die Schritte waren. Okay. Also es waren mehrere Probleme, wie schon bereits gesagt. Und das Ganze hat begonnen mit einem ausführlichen Test, wie Bluttest und Haarmineralanalyse, wodurch wir auch schon ganz genau sehen konnten, beziehungsweise du ganz genau sehen konntest, woran diese Probleme lagen. Und somit konnten wir auch ganz gezielt auf die Ursache der Probleme eingehen und diese auch dementsprechend Step by Step auch lösen. Ja, genau, so um das zusammenzufassen. Wir haben als Ursache wirklich herausgefunden, dass es Disbalancen bei den Mineralien gab, zu viel Kalzium zum Beispiel im Gewebe war und eine gewisse Schilddrüsenunterfunktion vorzufinden war, was die Symptome dann erklärt hat und man wirklich biochemisch zeigen konnte, das liegt daran. Und dann haben wir diese Sachen natürlich ins Gleichgewicht gebracht und da am Lifestyle, an Ernährung alles gearbeitet. Da kannst du auch noch mal kurz sagen, was wir konkret gemacht haben in deiner Wahrnehmung. Ja, also grundlegend, was mir sehr, sehr auch gefallen hat, dass du mich auch damals gefragt hast, inwiefern ich alle Informationen haben möchte über die einzelnen Punkte und Probleme, wie ausführlich du mir alles erklären sollst. Und du hast mir auch schon recht ausführlich alles erklärt, weil es mich interessiert hat. Denn ich sowieso versucht habe, gesünder zu leben. Und mit der Zusammenarbeit habe ich auch unbewusst immer mehr darauf geachtet, dass man bei der Ernährung gewisse Sachen weglässt und dass man gewisse Sachen einbaut. Und dazu kommen ein wenige Supplements, die ich auch noch nehmen musste und teilweise auch noch mal nehme, um eben noch mal ein paar Mineralien unterstützend für meinen Körper in mir zu haben. Und dazu kommen noch einige Kleinigkeiten, die wahrscheinlich im Gesamtbild vieles ausgemacht haben, wodurch meine Allergie sich gelöst hat, wodurch auch meine Schlafprobleme sich gelöst haben, wodurch auch mein Testosteronwert sich erhöht hat, was auch ein wichtiger Punkt damals war. Und dazu kommt auch ein viel besseres Wohlbefinden, würde ich so sagen. Ja, nice. Also den Testosteronwert können wir ja vielleicht kurz einblenden. Das interessiert bestimmt ein paar. Und dann ist noch eine interessante Frage von meiner Seite aus, wie war denn die Wirkung und Entwicklung im Verhältnis zu deiner Erwartung? Du hattest, wie du gesagt hast, keine Skepsis und hast das Vertrauen gehabt, dass es funktioniert, was es ja auch so getan hat. Aber was war deine genaue Erwartung und wie hat sich das dann entwickelt? Also die genaue Erwartung, wir haben auch darüber ganz genau gesprochen, in welchem Zeitraum was zu erwarten ist. Und da meine Erwartungen recht hoch waren, durch die Ergebnisse, die du schon bereits gezeigt hast, war ich halt schon sehr gespannt, ob die Probleme auch so schnell gelöst werden können. Und zu einem gewissen Grad wurden die Probleme sehr, sehr schnell viel, viel besser. Aber selbstverständlich, jetzt bin ich vielleicht bei 90%, um eben bei 100% anzukommen,
das ist ein langjähriger Prozess natürlich, um wirklich den Körper auf den besten Stand zu bringen. Dennoch, die Erwartungen waren hoch. Trotzdem war ich sehr, sehr zufrieden mit dem Ergebnis, sowohl mit dem Zeitraum als auch mit der Leistung, mit dem Umfang, auch mit dem Support, was du immer gegeben hast, wenn ich irgendwas hatte, was so immer da und konnten telefonieren, schreiben, einen Zoom-Call gehen, was auch immer. Ja, super. Wem würdest du dann eine Zusammenarbeit mit mir empfehlen? Meiner Meinung nach jeder, der schon gewisse gesundheitliche Probleme hat, versucht für Probleme auch eine Lösung zu finden. Dennoch meistens sind es irgendwelche Tabletten oder irgendwelche Supplements, die sowieso nicht helfen. Deswegen, wenn man das Problem an der Wurzel bekämpfen möchte, dann bist du auf jeden Fall der richtige Ansprechpartner. Und aus meiner persönlichen Perspektive war es, wie gesagt, wenn jemand Haarausfall hat, wenn jemand auch sportlich oder generell körperlich stärker werden möchte oder Allergien hat oder Laktoseintoleranz hat, was auch immer, also Probleme, die einen im Alltag stören, da seid ihr auf jeden Fall bei Jonathan an der richtigen Adresse. Ja, vielen Dank für deine Worte und dein Vertrauen. Dankeschön.